endlich Profi! Da weiß man nicht natürlich, ob der Doppeltest gemacht worden ist oder nicht, Freunde. Doppelbizeps auch hier mit seiner Flachbrust. Ballert ihr euch einfach dieses Make-up ins Gesicht und dann sieht es wunderbar aus und nicht so. Das ist IFBB NPC Pro-Niveau. Oder was war das denn, Alter? Schön auf Zehenspitzen, Doggy-Style. Da holt der komplett den Shaitan raus, Alter. Guckt ihn euch an. Kai hat eine Scheißgenetik. Da kam das satanische Feuerwerk, Freunde. Support ich gar nicht, kann ich nicht dahinter stehen. Guten Morgen, Gnädchen, liebe Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, der nette Inspektor. Die Stoffer, das waren meine Feinde. Der Mann, der auf der GmbF für ganz viel Furore gesorgt hat, war nicht nur ich, sondern auch Kai. Der Dämon, Kai the Demon Gedan. Was ihn an den Dämon schenke! Der da einmal komplett rasiert hat und Profi geworden ist, Freunde. Endlich Profi! Das Ganze schauen wir uns jetzt an in seinem neuesten YouTube-Video. Ich bin endlich Profi. Sieg auf der GmbF. Viel Spaß mit dem Video, Freunde. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. It's Showday GmbF. Der zweite Wettkampf ist am Start. Ihr habt die Form gesehen im letzten YouTube-Video. Die ist ordentlich on point. Jetzt geht's direkt rein in die Halle. Erstmal Farbe draufhauen. Ich bin so circa um 15.30 Uhr auf der Bühne. Haben noch also easy 4 Stunden Zeit. Wie gesagt, erstmal Farbe drauf machen. Dann gibt es noch ein Pre-Stage-Meal. Dann wird sich aufgepumpt. Werdet ihr natürlich alles in einem YouTube-Video sehen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Viel Spaß beim YouTube-Video. It's Showday, Leute. Ich bin hyped. Let's go. Auf der Evo Classic hat das Ganze natürlich nicht so funktioniert, wie Kai sich das vorgestellt hat. Er hat da leider nur den 4. Platz gemacht. Und wir haben auch in dem Stream spekuliert, danach bei Twitch natürlich wie immer mit der Community, kann das noch überhaupt was werden oder nicht? Und wir haben uns geeinigt, nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der Zuschauer, dass man einen Wettkampf nur mit stabilen Beinen nicht gewinnen kann. Ich war diesmal live vor Ort, habe mir die Form reingezogen. Ich sag euch, Freunde, Kai, der Dämon Gedan, hat unfassbar gut ausgesehen. Der Oberkörper, klar, die Brust ist flach, aber das Gesamtpaket war übel. Kai hat eine geile Show abgeliefert und vor allem ein geiles Posing gemacht. Allgemein, das Gesamtpaket war cool, die Präsentation hat gepasst, er hat viel Spaß auf der Bühne gehabt und zu Recht gewonnen. Ich hoffe, wir sehen jetzt hier gleich auch schöne Aufnahmen der Bühne. So Leute, Farbe kommt drauf, mit dem ein bisschen ja, einziehen kann, bisschen wirken kann. Wir schauen, wie es aussieht und wir noch kleine Nachkorrekturen dann machen können, damit die Farbe auf jeden Fall on point ist. Seht auf jeden Fall hier, ich habe mich viel gepeelt und die Hautpilz bzw. die Fleckenproblematik ist auf jeden Fall besser geworden, aber ist immer noch vorhanden. Aber ich bin auf jeden Fall happy mit dem Ergebnis so. Also ist nicht so fleckig wie bei der Evo. Kann man auf jeden Fall damit arbeiten. Jetzt das Dream 10 drüber kommt, dann passt. Freunde, die Dream 10 Farbe, ne, ist natürlich auf den NPC-Wettkämpfen nicht erlaubt, aber bei der GmbF sieht man den ein oder anderen Athleten oftmals auf der Bühne damit. In der Vergangenheit war ich nicht der Fan davon, aber bei brutalen Athleten wie zum Beispiel Kai Gedan oder Patrick Teutsch. Komm Patrick, jetzt den Org rauslassen! Wirkt das Ganze nochmal einen Ticken plastischer. Ja, Daniel Kubik hat die Farbe auch des Öfteren drauf. Das sieht in Real Life schon wirklich unfassbar gut aus, Freunde. Sie war im Showday-Video von 2021. Richtig geil, um in den Vibe zu kommen. Kai ist komplett in seinem Film, Digga. Komplett. Der kriegt die Farbe, knallt sich sein Handy ins Stativ rein und zieht sich wirklich das Showday-Video rein vom Sibam. Digga, mehr im Film kann man nicht sein, aber zu Recht, der Junge hat so lange gearbeitet, so lange gehustelt. Wirklich, was das angeht, ist der Typ wirklich auf oberstem Niveau unterwegs, was so Work angeht im Gym und auch die Diät und alles. Das war wirklich krass. Wir haben das ja ganze wochenlang mitverfolgt, seine ganzen Vlogs und irre einfach, wie der sich aus dem Leben geschossen hat, auch im Training, also zu Recht das Ganze. Ich freue mich für ihn, Mann. Jo Leute, ich bin Kai vom Team Rocker. Heute bin ich bei der GmbF. Heute werden wir euch den kompletten Wettkampf in der Story von Rocker oder in der Story von mir und Leonie natürlich mitnehmen. So, jetzt kommt Farbe ins Gesicht, nicht gestern.
mal schön wieder Sarotti-Schokolade ins Gesicht schmieren oder was? Nicht so wie letztes Mal, wie ein Schornsteinfeger, sondern heute... Dankeschön, Kai. Du sahst auch wirklich besser aus als letztes Mal, weil das war ja grauenhaft bei der Evo Classic. Schön. Und gut aussieht. Viele haben auch gefragt, warum macht man sich eigentlich auch Farbe ins Gesicht? Leute, wenn man sich keine Farbe ins Gesicht macht, dann steht man auf der Bühne wie so ein Streichholz oder wie so eine Leuchtboje. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und sieht katastrophal aus. Also wenn ihr euch schon Farbe draufklatscht, dann natürlich auch ins Gesicht. Ich habe es schon mal, glaube ich, in einem Video erwähnt. Mein Special-Trick ist, bei Dream Tan jetzt nicht, aber wenn ihr normale Top-Tan-Farbe benutzt oder Pro-Tan-Farbe, nehmt die Farbe, geht zum MAC. MAC ist dieser Make-up-Laden, wo die Damen sich immer ihr feinstes Make-up besorgen. Und da werden euch schon die Kosmetikerinnen den perfekten Farbton finden. Und so habe ich es damals gemacht. Und dann ballert ihr euch einfach dieses Make-up ins Gesicht und dann sieht es wunderbar aus und nicht so... komisch jetzt hier wie beim Kai, ne? Hab ich schon gesehen, sieht extrem scheiße und komisch. Ja, aber das sieht auch scheiße aus, komm, sag mal ehrlich. Dementsprechend wird einfach alles schön braun gemacht. Und zum Thema, warum sich Bodybuilder braun anmalen, habe ich auch auf Instagram ein Reel gemacht, das könnt ihr euch gerne mal abchecken, da erkläre ich das nämlich genau. Ja? Viel besser. Und auch jeden Tag aggressives fucking Bier. Der Leben hat richtig... Was ist aggressiv? Genau. Ja? Viel besser. Und auch jeden Tag aggressives fucking Bier. Der Leben hat... Ah, er hat sich jeden Tag gepeelt. Ja, ich habe ihn auch interviewt vor Ort. Ich war ja mit Rap One am Start und habe einige Athleten befragt, unter anderem auch Kai Gedan. Und er hat mir gesagt, er hat sich wirklich die ganze Woche lang gepeelt, damit die Farbe brutalst aussieht dieses Mal. Richtig mit dem Waschlappen und richtig mit den Händen geschrubbt. Ja. Man hat auch jedes Mal gemerkt, wie so nach 10-mal Duschen ist immer noch Farbe rausgegangen. So. Ja, ja. Das heißt, wenn der Körper schwitzt, dann drückt er das Talg raus und mit dem Talg drückt er dann wahrscheinlich auch die ganze Farbe und das ganze Öl mit raus. Und jedes Mal nach dem Duschen immer noch was weggegangen. Aber ich bin Freunde, finde ich trotzdem übel geil. So Leute, Farbe ist drauf, jetzt ziehe ich mich nochmal an, lege mich richtig schön hin in meinen Schlafsack, fahre runter, entspannen, dann gibt es gleich noch eine Mahlzeit. Und ja, jetzt gut Stresslevel runterfahren, langsam in den Fokus kommen und ready für die Stage werden. Ich habe richtig Bock, die Farbe sieht gut aus. Das sieht doch mal geil aus, Alter. Doppelbizeps auch hier mit seiner Flachbrust. Guck mal, die Arme sind total dünn. So haben ihn einige genannt, ich halte mich bedeckt, ja. Sieht's dennoch, der Oberkörper, ey, das alles hat gepasst, ihr werdet es gleich sehen. Die Bühnenbilder folgen bestimmt gleich und ihr werdet sehen, es sieht brutal aus, Mann. Yes. Deutlich besser als letztes Mal, auch hier Flecken, komplett weg. Sehr, sehr zufrieden, bin hyped, let's go. Bester Pulli für die braune Farbe. Da sieht man alles, aber ich feiere den so hart, der ist so flauschig. Ah. Kriegst du die Farbe nochmal raus? Nee, ne? Ja, doch, wir haben sie rausgekriegt. Ja? Naja, die Farbe geht eigentlich ganz gut weg, muss ich sagen. So Leute, 13 Uhr, Zeit fürs Pre-Stage-Meal, also das Meal vor der Bühne. Hier habe ich 150 Gramm Rice Cream, 100 Gramm Blaubeeren, 100 Gramm Banane, oben ein bisschen Zimt drüber und für die Proteins und den geilen Geschmack habe ich Noe Milky Choco Eggs reingemacht. Ich habe ihn tatsächlich auch gefragt, womit er lädt und seine Antwort war, bei mir gab es jetzt gerade das Pre-Meal. Das Pre-Meal. Und da wusste ich schon, okay, krass, er isst quasi das, was er vor dem Wettkampf ist, also wird er direkt auf die Bühne geht, haut er sich das rein, was er sich auch zu Hause in der Prep reingepfiffen hat, vor dem Wettkampf, sag ich schon, vor dem Training, sein Pre-Workout-Meal. Ist am Sonntag rausgekommen. Das ist mein absolutes Favorite von den Noe-Geschmäckern. Schmeckt richtig, richtig geil. Dazu gab es auch einen neuen Smacktastic-Geschmack, und zwar Kitty Hazelnut Cream. Beide Geschmäcke bekommt ihr natürlich mit dem Code Kai bei Rock Nutrition nochmal 10% rabattiert. Damit unterstützt ihr mich und bekommt immer den besten Deal im Warenkorb. Also immer den Code Kai verwenden. Das gönne ich mir jetzt auf jeden Fall. Entspann noch ein bisschen, chill und dann geht's gleich los zum Aufpumpen. Da kommen auch schon Leonie und Lukas. Die haben die Kürzhanteln dabei. Kürzhantel mit Y, so kennen wir das. Die dämonischen Satanshanteln. Kürzhantel, wir haben uns aus der WG zu Hause Kürzhantel mitgenommen. Einmal 8er, einmal 12er zum Aufpumpen. Passt sehr, sehr gut. Gummibänder haben wir auch noch am Start, dass wir equipmentmäßig versorgt sind und nicht richtig schön praller Wasser wird. Damit ich ein richtig schöner praller Bastard werde, ey. Der ist, ey, Kai Gedan ist wirklich so ein Freak, ne? Der ist einfach ein Freak, der ist ein Fall für sich, aber ich mag den Typen. Der ist cool drauf, Alter. Der ist echt cool drauf. Erstmal schön Meal. Und wir sehen uns gleich. Oh, schmeckt so geil. Oh, ja.
Da sieht man mich sogar, das Interview zusammen mit Kai. Geil, Alter. Schön mit dem Mikrofon in der Hand. Kann ich mich dran gewöhnen, ja. Also als Reporter hat auf jeden Fall tierisch viel Spaß gemacht. Die Videos erscheinen übrigens die gesamte Woche jetzt. Von Dienstag bis Freitag oder Samstag müsste jeden Tag ein Video erscheinen auf Rap One. Nun, was hab ich denn hinten für eine Nackenfalte, Alter? Ist ja abartig. Schrecklich, Digga. Du hast die 62, richtig? Ja. Hast du mit? Okay, gut. Ja, cool. Dankeschön. Freunde, und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Checkt auf jeden Fall die Seite powerstage-germany.de ab. Und vor allem, Vern, wir haben neue, brutale Klamotten am Start. Unter anderem dieses schöne Oversize-T-Shirt in mehreren Farben. Checkt alles ab. Rabattcode William, wie immer. Bei Powerstage findet ihr brutale Supplements. Meine Favorites aktuell, beispielsweise das Protein-Pudding. Das gönne ich mir am Abend vorm Schlafen. Ist nämlich komplett aus Casein-Protein, also ein langsam verdauliches Protein, was euch über die Nacht versorgt. Oder zum Beispiel das Intra-Workout-Produkt. Das konsumiere ich aktuell in jedem Training mit Clusterdextrin, ERAs drin und vielen weiteren Inhaltsstoffen. Peak O2, Ribose, versorgt euch bestens im Workout, damit ihr auch Performance bis zur letzten Übung habt. Powerstage, Kurva, powerstage-germany.de, Rabattcode William wie immer und vernclothes.com. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung, Freunde. Let's go, weiter geht's mit dem Video. Mega. So, da betritt auch schon der Satanovic die Stage. Man müsste mich auch, glaube ich, hören. Ich habe wirklich richtig, ich saß vorne, habe mitgefiebert, habe den Jungen supportet, soweit ich konnte. Habe das Ganze auch live auf Instagram festgehalten. Also es war eine mega geile Show, Alter. Ach geil, mit Live-Reaction von seinem Coach. Wusste ich gar nicht, sehr schön. Guckt euch mal bitte die Beine an, Freunde, ja, das ist schon abartig gut, Mann. Schön durchflexen. Groß machen. Ja. Junge, die Beine sind echt abartig gut, Mann. Abartig gut. Schön, Kai. Glutes, yes. Glutes komplett durchladen. Yes. Auch die Hinteransicht, Digga, der Schwung, der Adduktor, Gluteus, das ist, sage ich immer und immer wieder, das ist IFBB MPC Pro Niveau, der Unterkörper. 100%, Alter. Und dann noch diese Condition, perfekt, Mann. Perfekt. Yes, Kai. Der Einzige mit Glutstreifen, das sieht schon mal ganz gut aus. Glutes. Yes. Schön, Kai. Schön, Kai. Ich glaube, ohne Witz, Leonie, der Coach und ich, wir waren die Einzigen, die da auch richtig Randale gemacht haben. Übergang. Und gleich. Beine ausstellen, Beine. Ja, genau. Die 294. Die Einzige, meiner Meinung nach, die kompetitiv ist, jetzt gegenüber Kai. Ja, vor dem Burschen hatte ich auch Angst. Ich dachte teilweise, Kai könnte eventuell noch Zweiter werden und wird vielleicht das Ding nicht packen. Auch super starkes Starterfeld wieder. Echt viele Jungs dabei, die echt viel Arbeit reingesteckt haben. Richtig schön zu sehen. Ich möchte vorne sehen 266, 294. Mit 297, hier der Kollege mit dem blauen Schlüpper, der war sehr, sehr gefährlich, weil er hatte eine sehr geile Linie und war ein kompletter Athlet, also mit wenig Schwächen, aber Kai konnte einfach überzeugen. Ja. Yes! Ein. Yes! Glutes, yes! Ich finde, der hatte einfach den schöneren Oberkörper, der Kollege hier mit der Linie, aber Kai war einfach hart
und untenrum unbesiegbar. Und ihr wisst, das sind schon mal 50% vom Gesamtpaket, ne? Der Unterkörper. Ja, er wird härter. Nein! Genau! Nee, der Typ hat da auch brutalen Gluteus, auch komplett streifig. Tannenbaum am Start. Und nach hinten kommen. Ja, weiter nach hinten macht ihr Platz. Und die Schräge. Ich habe auch immer wieder reingerufen. Beispielsweise bei der Side-Triceps-Pose habe ich auch immer gesagt, zeig dein Bein, weil du kannst ja da rumspielen und dein Bein nach vorne präsentieren. Und Krei hat mich tatsächlich gehört und hat das auch umgesetzt. Fand ich sehr, sehr gut. Weil das ist seine Stärke. Der muss das Bein zeigen, auch in der seitlichen Trizeps-Pose. Was der Kollege hier macht, Digga, das sieht aus, als ob der gerade seine Frau im Schlafzimmer beglücken würde. So schön so noch Hände hinterm Kopf, Digga. Bruder, was war das denn, Alter? Geht der so in die Pose rein? Weiter nach hinten macht ihr Platz. Und die Schräge. Nee, der macht die wirklich so, die Bauchbeinpose. Was ist das denn, Junge? Geil, Alter. Da hat der die auf jeden Fall im Schlafzimmer geübt, Digga. Schön auf Zehenspitzen, Doggy-Style. Da holt der komplett den Shaitan raus, Alter. Guckt ihn euch an. Geil geht an. In völligen Dämon-Modus, Alter. Geil, 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 geil. Im Finale sind Startnummer 347. Groß machen, nach hinten kippen. Ich schwör's euch, im Stream ist das irgendwie eindeutig, dass der gewinnt, also jetzt gerade in dem Video. Aber vor Ort war das für mich voll das knappe Ding zwischen dem, der rechts daneben steht mit dem blauen Schlipper. Das war tatsächlich wirklich ein knappes Ding, wenn man vor Ort war. Aber hier im Video, eindeutiges Ding für Kai. Was sagt ihr? Ich finde schon. Haut mal eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr, hat Kai zu Recht den ersten Platz gemacht? Oder findet ihr schon, dass der Kollege mit dem blauen Schlipper, ich erkenne gerade seine Nummer nicht, 200, ach, ist auch egal. Oder findet ihr den Kollegen hier besser mit dem blauen Schlipper? Glut, rein! Yes! Ja! Sein Posing, ne, der steht da auch wirklich wie eine fucking Statue. Jetzt haben wir hier noch die dämonische Kür des Kai Gedanius, Pralus Gedanius Bastardius, Alter. Wahnsinn, da hatte ich auch Gänsehaut mittlerweile. Richtig geil, Alter. Richtig cool. Da kann man sehen, dass man selbst mit einer beschissenen Genetik, weil man muss hier ganz ehrlich sagen, Freunde, ja, Hand aufs Herz, Kai hat eine scheiß Genetik. Abgesehen von den Beinen hat er eine beschissene Genetik. Ja. Er hat schäbige Bauchmuskeln, kleine scheiß Bauchmuskeln habe ich auch leider. Ja, ich habe keine symmetrischen Bauchmuskeln und nur kleine Pecs. Er ebenfalls, kleine Packs, Brust ist nicht da, Brust hat er zu Hause vergessen. Da kann er sich so viel ein abtrainieren, wie er will. Die Brust wird bei dem nie besonders gut aussehen im Vergleich zum Rest. Aber man kann sehen, selbst mit einer beschissenen Genetik kann man ganz, ganz viel rausholen, wenn man hart arbeitet.
Und jetzt das Post-Down, Alter. Das beste Post-Down kommt mit dem im Gesamtsiegerstechen. Ich lasse euch einfach mal die Show genießen, Freunde, ja. Der fucking Kommentator, Moderator, whatever, der hat das so spannend gemacht, Alter. Unglaublich, Mann. Dritter Platz kriegt Ruben Heutenbach. Auf jede Meisterschaft habe ich jemanden, der für mich der Champion ist. Aber das sagt, auf jeder Meisterschaft habe ich einen persönlichen Champion. Das ist nicht, dass er der Beste ist, aber etwas ist da, weißt du. Das war für mich heute der zweite Stefan von Avalacciotto. Und somit hat Kai gewonnen und wurde Naturalprofi. Denn dort auf der GmbF reicht schon der Klassensieg aus. Da braucht man keinen Gesamtsieg. Der Klassensieg reicht aus. Der Klassensieg reicht aus, um sich die Pro-Card ergattern zu können. Yes! Yes! Der Gewinner, der größte... Man hört mich im Hintergrund die ganze Zeit brüllen. Geil! Ja! Habt ihr gehört? Pranus Gitanus! Der Gewinner, der größte Palimodin-Faster. Yes! Ich schwör's, wir beide haben da richtig Randale gemacht. Der Coach und ich, sonst niemand, die waren alle leise. Die 10. Deutsche Meisterschaft ist Kai Kellan. Da kam das satanische Feuerwerk, Freunde. Die Halle hat der Kai angezündet und da stand alles in Flammen. Hat alles in Schutt und Asche gelegt. Was für ein geiles Gefühl das doch sein muss, oder? Bro, Bro, und er hat so fucking hart dafür gekämpft. So fucking hart dafür gekämpft. Wenn man sich so Ausnahmeathleten anschaut, oder Erstplatzierte, dann denkt man immer, ja, gleich, okay, Genetik etc. Aber als Coach weiß ich, wie viel er reingesteckt hat. Und genau darauf kommt es an. Also jetzt nicht nur du als Coach, auch ich als Reactor. Jetzt mal die Platzierung. Ich habe alles mir reingezogen, Digga. Komplett außen vor gelassen. Er hat so hart gekämpft und jetzt wurde er dafür belohnt. Also, mega. So, und jetzt haben wir alle Klassensieger der gesamten Klassen von der GmbF, Bodybuilding-Klassen, nebeneinander stehen und... Da geht's im Gesamtsiegerstechen nochmal um den besten Pokal, nämlich um den Gesamtsieg. Und da, Freunde, finde ich, ist meine persönliche Meinung, finde ich tatsächlich schade, dass man dort auch als Profi mitmachen kann. Also man kann tatsächlich bei den Amateuren irgendwie bei der GmbF als Profi teilnehmen. Ja, und der Fabian Farid, der bereits einen Tag vorher den zweiten Platz gemacht hat neben Patrick Teutsch, der ist halt für die Amateure bzw. für die Neuprofis, ja, ist der halt nicht schlagbar. Es ist unmöglich, den zu besiegen. Natürlich holt er da den Gesamtsieg. Und ich finde es ein bisschen schade, weil wofür? Du bist doch schon Profi. Gönn den Jungs doch deren Glück. Gönn den Jungs doch diesen Gesamtsiegerpokal. Ja, und ich finde den Fabian super sympathisch. Ich habe den auch kennengelernt. Völlig geil, aber das unterstütze ich persönlich gar nicht. Supporte ich gar nicht. Kann ich nicht dahinter stehen. Ja, ich würde es nicht tun. Einfach auch den Jungs zuliebe. Bikini dasselbe. Die Dame, super nettes Mädel, sieht extrem gut aus.
die Bikini-Profi geworden ist, die auch Bikini-Pro gewonnen hat, hat am nächsten Tag bei den Amateuren mitgemacht und hat natürlich auch wieder abgeräumt. Schade für die anderen, da wird denen die Chance geraubt. Da haben wir Fabian Farid und da sieht man auch direkt natürlich den Unterschied. Ne? Hier, die Startnummer 8. Das ist um Längen voraus, ist er. Um Längen voraus. Geil, und beim Postdown kamen die ganzen Athleten mit runter von der Bühne und ging ins Publikum rein. Richtig geil, wie man es kennt. Er ist 62! Fabi, Fabi, Fabi! Danke. Sehr stark, sehr stark. Ja, natürlich stark, aber wofür, Digga? Kai ist jetzt erstmal bei der Dopingkontrolle, weil es ist ein Natural-Verband und dementsprechend wird hier auch strikt getestet. Gesamtsieger bzw. der Gesieger. Junge, der Kontrolleur, der Michael Jablonski, der hat solche Angst gehabt vom Dämon. Ja? Da weiß man nicht natürlich, ob der Dopingtest gemacht worden ist oder nicht, Freunde. War nur Spaß. Der Sieger seiner Klasse wird jetzt auf jeden Fall getestet. Wir können mal gucken, ob man das Ganze vielleicht ein bisschen mitverfolgen kann. Man darf es nicht filmen. Ich hatte Verbot darunter zu gehen. Und ich habe gehört, intern, ja, wurde mir ins Ohr gezwitschert, die Dopingtester, denen wurde gesagt, mit mir, da läuft ein irrer Typ rum mit einem Mikrofon in der Hand, der wird gefilmt, mit mir dürfen die nicht reden. Aber einen davon habe ich im Gym getroffen. Und der war so cool und hat mir die ganze Geschichte erzählt, ja, dass die Verbot bekommen haben. Die haben Verbot erteilt gekriegt von ganz oben, dass die nicht mit mir reden. Die dürfen sich nicht interviewen lassen, Alter. Ganz, ganz komisch, wa? Ich wollte doch nur wissen, warum der Daniel Gildner über Nacht um 6 cm gewachsen ist. Mehr will ich doch nicht wissen. Wie kann das sein, dass der Typ wächst? Ich will auch wachsen, weil dann schaffe ich wieder, mich in die Classic Physik reinzuschmuggeln. Weil da ist das Gewichtslimit nämlich höher. Ihr müsst raus! Die ganzen Personen mit den Warnwesten sind praktisch so Schatten. Sobald man die Bühne verlassen hat, bleiben die an einem kleben und man kann nichts mehr machen. Das heißt, da werden dann halt wirklich Vertuschungsmaßnahmen mit entgegengewirkt, dass man es eben nicht mehr machen kann. Sondern eben haben wir unten halt gesehen, es ist ein Raum, wo jetzt die Jungs nochmal trinken dürfen. Auch nicht die eigene Flüssigkeit, sondern damit sie dann halt das Urin lassen können. Dann wird auch alles am ganzen Körper abgetastet. Ich habe selbst auch schon einige Wettkampf... Aber was bringt das denn, wenn man abtastet, Digga? Hey? Wettkampf-Doping-Tests machen können, sind wirklich extrem detailliert. Also man muss sich komplett entkleiden, es wird überall nachgeschaut, es wird nach Einstichstellen nachgeschaut, etc. Ah, ich freue mich jetzt so. Nee, ohne Witz, ich bin auch richtig rot und mir ist richtig heiß. Ich bin einfach nur überglücklich, dass ich die Arbeit gewohnt habe und natürlich so stolz. Leonie auch kennengelernt vor Ort, mega sympathisch, sehr, sehr cool. Grüße gehen raus. Jetzt auf meinen Mann. Ja, besser kann es nicht sein. Also ich habe schon seine Augen gesehen. Kampfgeist war auf jeden Fall ultra da. Bin natürlich umso glücklicher, dass er es jetzt geholt hat. Boah. Aber die Reise geht weiter. Komm, reicht jetzt, Mensch. Wir sind hier doch nicht bei Romeo und Julia, Alter. Junge, was ein langer Kuss jetzt hier. Mein Östrogen schießt gerade völlig in den Kosmos. Oh, nochmal schön mit Zunge. Ja, Freunde, jetzt hat der schön, gleich gibt es ein Cheatmeal und dann, ihr wisst, die beiden, ne? Nicht umsonst hat der Dämon über dem Bett einen Spiegel hängen. Die beiden sind ganz, das sind zwei Versauten sind das. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Ein harter Kampf geht zu Ende. Geil, Alter, sympathisch. Oder fängt gerade an? Komm her. Das fängt gerade an.
so abgeliefert, Alter. Ja, Mann, ey, die Show war so krank. Ich bin zufrieden mit allem. Ja, Mann, der hatte echt Spaß gehabt, hat man gesehen, und hat auch abgeliefert und performt. Ja, genau. Posing war on point, ich hab alles angespannt. Ich war da, ich hatte Bock. Am Start gehabt, die seitlichen. Ja. Hast du so Punkte geholt in der Side-Tricep. Und die Glutes auch so, alles damit geben. Hast du wirklich auch, alle auch für Konditionierung und so, ich, gar keine Probleme. Ich hatte Bock zu posen, ich hätte nur, keine Ahnung, eine Stunde weitermachen können. Alles perfekt gelaufen, das war sehr, sehr geil. Ich war gerade beim Doping-Test, Leute, denn die haben erstmal alle komplette Gesamtsieger stechen, sind ja alles immer Gewinner. Haben sie komplett von der Bühne runtergeholt, haben ihnen alle erstmal Wasser, ich glaube wir haben 7 oder 8 Sixer Wasser zerlegt und dann ging es zur Dopingkontrolle. Wir haben alle pinkeln müssen, war wie gesagt die zweite Dopingkontrolle diese Season. Jetzt werden auf jeden Fall Bilder gemacht und dann schauen wir, ich glaube heute Abend gehen wir essen zur Feier des Tages. Ich habe richtig Bock. So ein kleines Meal. Ich habe gesehen, wie der gegessen hat in seiner Instagram-Story, Digga, der hat... Das war für ihn wie ein Orgasmus, Alter. Er hätte den Gesichtsausdruck sehen müssen. Kleines entspanntes Meal. Ja. Ihr könnt ja mal noch kurz erzählen, wie ihr meine Bühnenperformance fandet. Deutlich besser. Also genau die Punkte, die wir vorher besprochen haben. Was eben wir aus dem Warm-Up-Wettkampf mitnehmen konnten. Ja. Bühnenpräsenz, du hast gestrahlt, du hast deine Stärken viel besser rausgeholt und diesmal beim Post-Down auch nochmal besser positioniert. Ja. Ja, alles ausgerastet und was das Allerwichtigste ist, unabhängig jetzt von der Platzierung, du hast dich verbessert vom letzten Wettkampf zu diesem Wettkampf, nicht nur eben vom Conditioning, das war ja sowieso von uns geplant, ne, aber eben auch vom Posing. Im Garten hat er gestanden, wie eine Eins. Und bei immer der Kälte draußen. Bei der Kälte. Erstmal kalt duschen gegangen und dann direkt raus, draußen im kalten Posen. Aber ich liebe den Grind und es ist einfach geil. Unter 6% Körperfett. Ja, es hat sich gelohnt, Leute. Ich hoffe, euch hat das YouTube-Video gefallen. Das safe, Alter. Geiles Video, Mann. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Von meiner Community und von mir. Das war der zweite Wettkampf von, wer weiß, wie viele noch kommen. Ich habe mich auf jeden Fall qualifiziert für Las Vegas, für die Natural Miss Olympia. Da geht es auf jeden Fall hin. Geil, Alter. Geil. Sehen wir Kai vielleicht noch? Ey, das wird gut. Da kommen bestimmt geile Vlogs zustande, die wir uns natürlich hier reinpfeifen werden. Richtig hart sein. Es kommt mega geiler Content. Ich danke euch jetzt schon mal für den ganzen Support, Leute. Mit dem Code Kai könnt ihr mich natürlich bei Rock Nutrition gerne unterstützen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst mir ein Like da, schaut gerne auf Instagram, YouTube vorbei, schaut gerne bei Leonie vorbei, schaut auch gerne bei Lukas vorbei. Da haben nämlich auch viele Leute gefragt, Ernährungsplan, dies, das. Einfach mal bei Lukas in die DMs sliden. Yes, Leute, das war's mit dem... Geil. Sehr, sehr geiles Video. Wir gratulieren natürlich Kai nochmal an dieser Stelle. Und ja, wir sind gespannt. Die Reise geht weiter. Es ist noch nicht zu Ende, Freunde. Wir drücken natürlich die Daumen, dass weiterhin alles gut läuft für die weitere Prep. Und ja, abonniert den Kanal. Haut die Tag-Kommentare voll. Und wir sehen uns in dem nächsten Video, Freunde. Ciao, bis später. Fass ihn an den Dämonschenkel!